Hi, ich bin Georgios Liamas. Zurzeit bin ich Student am Asklepios Campus Hamburg der Semmelweis-Universität im 6. Semester. Meine Vorklinik habe ich an der Semmelweis-Universität in Budapest absolviert. Und jetzt zeige ich euch mal die Uni und was diese so ausmacht. Wie ist hier die Mischung zwischen Theorie und Praxis? Also ich finde, wir haben wirklich ausgeglichenes Verhältnis zwischen Theorie und wöchentlichen Unterricht am Krankenbett. Demnach können wir auch unsere klinischen Erfahrungen sammeln und verbessern. Herr Dr. Jährmann, was liegt Ihnen besonders am Herzen, wenn es um uns Studenten geht? Mir liegt besonders am Herzen, dass Sie eine gute Ausbildung kriegen. Das gute Curriculum, der Lehrplan, der kommt von der angesehenen Semmelweis-Universität in Budapest. Von Asklepios kommen gute und motivierte Dozenten, fast 400, viele von ihnen habilitiert oder sogar APL-Professoren. Und wir hier vor Ort, auch in unserem Gebäude, sorgen für gute Lernbedingungen. Wie wichtig ist es dem ACH, dass die Studenten praxisnah arbeiten? Wir haben eine große Patientenanzahl, wir haben eine große Anzahl von Dozenten und wir haben dadurch eben kleine Gruppen, Studentengruppen, die wir im Blockunterricht zum Beispiel unterrichten oder in der Vorlesung. Also das ist gerade bei uns ein großer Schwerpunkt, die praktische Ausbildung. Und möglichst früh beginnen ist wichtig. Was bringt dir das Studium persönlich? Ja, also außerhalb des Akademischen haben wir halt die Möglichkeit, hier auch diesen Blick über den Tellerrand hinaus zu bekommen. Beispielsweise durch verschiedene Fachvorträge, die wir haben. Wir hatten Vorträge über Digitalisierung, wir hatten Vorträge von Startups hier. Und das finde ich persönlich einfach super interessant. Was erwartet uns Studenten hier in der Gerichtsmedizin? Na, sie kriegen das gesamte Spektrum. Das Hauptmotto ist, von den Toten lernen wir für das Leben. Und durch qualitativ hochwertige Arbeit und Nachgucken kontrollieren, was mit Toten passiert ist oder was im Zusammenhang mit Gewalt passiert ist, wird die Qualität der klinischen Medizin auch besser. Wir Studenten erhalten ein eigenes Budget, um viele Sachen selbst zu organisieren. Was hat es damit auf sich? Dieses Budget wird uns einmal im Semester zur Verfügung gestellt und dann treffen sich alle Studenten zu einer Vollversammlung, wo jeder seine eigenen AG-Ideen vorschlagen kann. Wir haben Sachen wie Sport-AGs, wie Fußball und Segeln, aber auch die Kultur-AG, wo die Studenten zusammen ins Theater gehen, eine Italienisch-AG, eine Koch-AG, wo wir Kochkurse besuchen oder zum Beispiel auch eine Musik-AG, wo man hier im Unikeller gemeinsam musizieren kann. Wir hoffen, es hat euch bei uns gefallen. Falls ihr Fragen habt, meldet euch und ja, vielleicht sehen wir uns ja bald hier. Ciao.